Hallo Freunde, ich grüße euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal, grüß Gott, alles samt miteinander. Ja, ich hoffe, es geht euch gut da draußen. No coffee, no workie. Ja, herrlich dieser Kaffee an einem herrlichen Sonntagmorgen. Die Israelis wollen also den Iran angreifen. Was das für Konsequenzen haben könnte, habe ich gestern erörtert. In meinem letzten Clip, schaut mal rein. Ich bin dieses Kriegsgerede satt. Ich habe keinen Bock mehr, mir dieses Zeug reinzuziehen. Wenn es nicht wichtig wäre für alle von uns, was die Auswirkungen angeht, würde ich einfach wegfliegen, Urlaub machen, Thailand, Mallorca, irgendwo anders hin. Ja, will meine Ruhe haben. Ich denke, euch geht's genauso. Ich glaube, wir haben satt. Krieg, Krieg, Krieg. Ukraine, Gaza, Libanon, Israel. Krieg. Was anders fällt denen nicht ein. Jetzt habe ich hier eine Nachricht für euch. Ja? Schauen wir mal rein. Trump für israelischen Angriff auf Irans Atomanlagen. Bevor ich immer weitermache mit dem Bericht, eine kurze Einlage meinerseits. Die Israelis wollen also den Iran angreifen. Demnächst. Ohne die USA können sie das nicht machen. Das heißt, die USA ist involviert. Ja, ja, die USA, denen das Wasser bis zum Hals steht. Im eigenen Land. Die USA stehen kurz vor dem Bürgerkrieg. Das Land ist kurz vor dem Zusammenbruch. Vielleicht wollen sie deshalb Krieg, ich weiß nicht. Ist alles so lächerlich irgendwie, ja. Aber meine kleine Spekulation. Wenn Israel den Iran angreifen wird, was wäre denn dann das beste Datum? Es gibt kein bestes Datum, versteht mich da nicht falsch. Aber was wäre denn dann so ein markantes Datum, ist das bessere Wort? Na? Nee, nicht heute. Heute ist der 6. Oktober. Aber morgen. 7. Oktober, Leute. War da was? Also wenn die Israelis angreifen, dann an diesem verdammten 7. Oktober. Ich lese mal weiter in dem Bericht hier. Nee, ich beginne nochmal von vorne. Trump für Angriff auf Irans Atomanlagen. Der Biden war ja so ein bisschen dagegen, ne? Stand 5.10.2024, gestern Mittag. Im US-Wahlkampf hat sich der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump für eine israelische Attacke auf iranische Atomanlagen ausgesprochen. Er hätte sich auch für Frieden aussprechen können, hat er nicht gemacht. Hat er nicht immer damit geprahlt, während seiner Amtszeit, keine Kriege und so weiter? Er hat was verpasst, als Netanyahu in Amerika war, in den Staaten, sein letzter Besuch, vor einigen Tagen, hat er Donald Trump besucht, obwohl Trump kein offizielles Amt bekleidet. Jetzt könnten wir wissen, warum. Ich höre den Trump noch. Er will sich einsetzen für Frieden, überall auf der Welt. Er will in der Ukraine Frieden schließen. Komme ich gleich nochmal drauf. Trump hat den historischen Moment verpasst, als der Präsident in die Geschichte Einzug gehen, der überall Frieden schafft. Aber noch sind wir noch nicht so weit. Vielleicht kommt das noch, ich zweifle. Ich lese mal weiter rein in den Bericht. Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sich anders als US-Präsident Joe Biden für einen israelischen Angriff auf Irans Atomanlagen ausgesprochen. Trump sagte, Bidens Antwort auf eine Frage zu Israels möglicher Reaktion auf den iranischen Raketenangriff hätte lauten müssen, zuerst das Nukleare treffen und sich später um den Rest kümmern. Das hat Trump gesagt. Er hat es vermasselt, würde Stephen King sagen. Oder wir haben es vermasselt. Er hat den historischen Moment verpasst. Trump. Israel solle doch Irans Atomanlagen in Isfahan angreifen. Das rät er. Das ist ein Rat, das ist ein Ratschlag, ja? Das würde er machen. Wie kannst du so einem Mann noch trauen? Wie geht das? Der spricht gegen seine eigene Rhetorik. Ja? Während meiner Amtszeit keine Kriege. Ich stehe für Frieden in der Ukraine. Wie willst du so einem Mann trauen? Ich meine, Putin ist doch auch nicht doof, oder? Hat sich Trump nicht so weit aus dem Fenster gelegt und gesagt, wenn ich Präsident werde, werde ich für Frieden in der Ukraine sorgen? Ich nehme das Telefon, rufe Putin an, den Zelensky und fertig mit Krieg, aus dem Maus, Ende Gelände? Wie willst du denn so einen Mann, der jetzt schon die Kriegstrommeln rührt, trauen?
Wasser predigen und Wein saufen. Was ist, wenn Trump jetzt herkommt und sagt, Putin, du pass auf, ich möchte Frieden in der Ukraine, lass uns reden. Da macht's der Putin genauso wie mit Scholz. Der sagt, okay, aber ich will deine Nase nicht sehen. Du bist so ein Typ Mann, der sagt Montag Frieden, überall auf der Welt, keine Kriege. Und der Dienstag sagt zu den Israelis, greif doch bitte ganz schnell Irans Atomanlagen an. In Isfahan. Mit dem, was ihr habt. Macht's nicht so hart, aber macht's. Ja? Wie willst du so einem Mann trauen? Wenn ich jetzt gerade so ein bisschen über Trump herziehe, über die Republikaner also, ne? Nehme ich dann Einfluss auf die US-Wahlen? Leute, herrlich. Welches Gewicht habe ich doch, ne? Ich nehme Einfluss auf die US-Wahlen, weil ich Trump so ein bisschen abwatsche. Geil. Aber jetzt mal eine ganz andere Sache, die auf den ersten Blick ganz weit weg ist von dem Thema, von all diesen Themen, von all diesen kriegerischen Themen, die aber so nah dran ist, das glaubt ihr nicht, ja? Was sagt ein Mensch, bevor er stirbt? Ein ins Alter gekommener Mensch. Da habe ich einiges erlebt. Was sagen die? Ja, die sagen nicht, bringt mir nochmal alle Diplome, die ich gemacht habe, an meinem Bett. All die Schulzeugnisse, all meine Urkunden. Erinnert mich doch nochmal ganz schnell daran, an all meine Siege und Niederlagen in Sachen Krieg. Macht mir mal eine Liste von den ganzen Kriegen, die ich geführt habe auf der Welt. Und lest sie mir bitte in meinen letzten Stunden nochmal vor. Nee, das sagt er nicht. Das sagt er nicht. Wisst ihr, was der sagt? Der sagt, bring mir mal all meine Lieben vorbei. Ich möchte ihn nochmal sehen. Der sagt, Mist, dass ich so viel Zeit verbracht habe. Mit in die Schule gehen, zu lernen, zu arbeiten, Krieg zu machen. Pläne schmieden, wie man andere Nationen kaputt macht, kaputt schießt. Die Welt ist so konzipiert, immer, die Welt ist so konzipiert, dass die anderen dich runterziehen wollen, damit sie selber ein bisschen besser dastehen, damit sie von oben auf dich hinabblicken können. Ja? Es gibt also dich und die anderen, so musst du das sehen. Ist alles ein Spiel. Und die anderen wollen dich fertig machen. Viele andere wollen dich fertig machen. Dich runterziehen, um sich in ein besseres Licht zu stellen. That's the point. Du solltest das aber nicht an dich rankommen lassen. Warum nicht? Du kannst die anderen nicht ändern. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Wenn die Krieg wollen, wenn die Krieg in ihren Köpfen haben, dann ist das drin. Dann kriegst du das nicht mehr raus. Und wenn sie dich runterziehen wollen, dann werden sie dich tun. Und du kannst das nicht verhindern. Was du aber machen kannst, damit es dir besser geht. Disregard. Wegschauen. Du kannst dich ändern. Du musst bei dir anfangen. Du darfst Krieg nicht an dich rankommen lassen. Was die anderen machen, sollte dir schnurz, piep, egal sein. Achte auf dich. Arbeite an dir. Überprüfe deine Gedanken. Perfektioniere dich. Und achte nicht drauf, was andere machen. Lass das Äußere der anderen nicht dein Inneres bestimmen. So bist du auf dem richtigen Weg. Das ist alles irgendwie im Zusammenhang, auch wenn ihr das nicht so seht. Wenn es Leute gibt, die Krieg wollen, die nicht aufhören, die immer nur vom Krieg reden, bei uns in den USA, in Israel, überall, dann sind das Leute, die haben einen Minderwertigkeitskomplex, die haben irgendetwas in ihrer Kindheit nicht verarbeitet. Das ist so. Weil ich meine, was wollen wir denn eigentlich alle? Alle. Und wenn ich sage alle, meine ich alle. Wir wollen Liebe. Wir wollen geliebt werden. Und das ist es doch. Aber diese Menschen, die immer nur vom Krieg reden, die haben nie Liebe erfahren. Nie wirklich. Hätten sie in ihrer Kindheit Liebe erfahren, würden sie nicht immer nur vom Krieg reden. Das ist es. Das heißt, diese Leute haben ein Problem. Und diesen Leuten müsste man eigentlich helfen. Man müsste sie an der Hand nehmen und sagen, hey, pass mal auf. In deiner Jugend, in deiner Kindheit, da ging was schief. Können wir das nicht nachholen? Nimm meine Hand, schau mir ins Gesicht, direkt in die Augen und wir machen das gemeinsam. Ja? Wir machen das gemeinsam. Diese Menschen, diese Krieger, das sind Kinder, die tun mir leid.
That's the point. So weit sind wir schon, ja? Das heißt, man sollte diese Menschen eigentlich nicht ernst nehmen. Aber das Problem ist, diese Menschen, die muss man irgendwie doch ernst nehmen, weil sie eben verdammt wichtige Ämter haben. Und das ist ja das Brutale an der Sache. Ja? Das ist ja das Brutale an der Sache. Alle wollen Liebe und alle sprechen sie nur vom Krieg. Wo ist die Lösung? Wisst ihr, was ich gerne mal machen würde? Ich würde gerne mal so ein Camp aufbauen, so ein Camp. Ihr erinnert euch an meine Serie Die Rekruten. Da würde ich draußen in der Pampa, warum nicht hier in Schweden, so ein Camp aufbauen. Ich würde so ein großes Zelt hinstellen mit meinetwegen 12 Betten. 12 Betten. Und dann würde ich sie alle einladen. Die Trump, die Pistorius, die Scholz, die Baerbock, die Netanyahu, wie sie alle heißen. Die sollten alle antanzen. Jeder hat Recht auf den Rucksack mitbringen, ja? Und dann würden wir ein Ausbildungscamp machen, à la Thomas Gast. Und Schwerpunkt von dieser Ausbildung, 2 Wochen lang, würde sein, die Regeln des Zusammenlebens in der Solidarität mit anderen Menschen. Respekt lernen. Lernen, wie das Miteinander geht. Lernen, dass du alleine aufgeschmissen bist. Ja? Früh alle aufstehen um 5 Uhr, ab zum Fahnenmast, der Trompeter bläst. Aber oben am Fahnenmast, da hängt keine Flagge von Israel oder von Deutschland oder von den Vereinigten Staaten. Nein, da hängt eine weiße Flagge mit der großen Aufschrift Solidarität, Zusammenhalt. Ja, that's the point. Und dann geht's los. Und dann starten wir in den Tag. Zunächst machen wir Sport. Wir rennen uns alle die Seele aus dem Leib. Und wenn einer schlapp macht und hinten dranhängt und nicht mehr kann, dann laufen wir alle zurück und helfen denen. Wir gehen zusammen über die Ziellinie. Alle oder keiner. Wir helfen einander. Ja? Und wenn wir zurückkommen, dann duschen wir. Kalt natürlich, à la Thomas Gast. Und danach bereiten wir das Mittagessen vor. Und wenn einer faul ist und die Zwiebeln nicht schälen mag oder die Kartoffeln nicht schneiden möchte, dann haben die anderen nichts zum Essen. Und dann spürt man, dass das Leben nur zusammengeht in der Solidarität. Jeder muss einen kleinen Teil dazu beitragen, dass das Mittagessen auf dem Tisch steht. Das heißt auf Deutsch umgemünzt, jeder von diesen Burschen, Herrschaften oder Mädels muss einen Teil dazu beitragen, dass der Welt ein bisschen besser geht, dass Frieden herrscht. Jeder muss einsehen, dass wenn ich nicht die Kartoffeln schäle und der andere die Zwiebeln schneidet, und der andere vielleicht das Fleisch besorgt, dann haben wir nichts zum Essen. Das Miteinander im Zentrum der Betrachtung, das Miteinander, der Zusammenhalt, die Solidarität, der Respekt den anderen gegenüber, die Toleranz. Und wenn es zum Zoff kommt zwischen 2 Kandidaten bei mir im Camp, wisst ihr, was ich mache? Nee, ich sage euch zunächst mal, was ich nicht mache. Ich werde nicht zum einen hingehen und sagen, du, pass mal auf. Der andere hat dich blöd angemacht. Ich gebe dir jetzt 2, 3, 4, 5, 10, 20 Knüppel. Dann kannst du den niederringen. Niederringen, war da nicht was? Gab es da nicht einen deutschen Minister, der gesagt hat, wir müssen sie niederringen, ja? Ich gehe nicht hin zu einem Kandidaten, gebe ihm diese verdammten Knüppel und sage, du musst kriegstüchtig werden. Nein, nein. Ich gebe beiden jeweils ein paar Boxhandschuhe. Und dann sollen sie in den Ring steigen und sollen sie beide gegenseitig auf die Mütze geben. Aber ohne, dass der andere einen Mehrwert hat. Ohne, dass ich eine Partei unterstütze. Ohne Einwirkung von außen. It's your game. Ihr habt euch das eingebrockt. Ihr löffelt die Suppe wieder aus. That's the point. Und danach gibt es einen Sieger. Und wenn feststeht, wer Sieger ist, na, vielleicht gibt es auch eine Pet-Situation, ich weiß es nicht. Aber nach dem Kampf, nach dem gleichen Kampf, mit gleichen Mitteln, auf Augenhöhe, dann möchte ich, dass sich beide Kontrahenten in die Augen schauen und sich die Hand reichen und sagen, okay, es ist vorbei, wir haben es ausgetragen und jetzt herrscht wieder Frieden. Und wisst ihr, was das Kernstück von meinem Camp ist, ja? Von meinem Camp der Krieger da draußen, diese ganzen
Kriegstreiber darf man ja nicht sagen. Die halt bei mir sind im Camp. Wisst ihr, was das Kernstück ist? Wir werden Dinge unternehmen, großartige Dinge, draußen in der Pampa, à la Survival, à la Überleben, wo dann der eine den anderen plötzlich mit anderen Augen sieht. Die beäugen sich und sagen, oh, wie macht denn der das? Eigentlich ist er gar nicht mal so schlecht. Ich hatte von dem immer so eine scheiß Meinung, aber der stellt sich da richtig gut an. Wenn ich das genauso mache, dann könnte ich vielleicht, oder wie war das? Guck mal, den da, wow. Ich hab doch irgendetwas gelernt von den sein. Der hat doch Skills. Könnte ich das auch? Oder guck mal, die stellt sich aber doof an. Ich geh mal hin und zeig dir mal, wie es geht. Oder, wow, das haut mich ja vom Hocker. Dass der das so macht, das hätte ich nie geglaubt. Ich hielt den immer für einen was. Die Kandidaten werden voneinander lernen. Sie werden den anderen mit anderen Augen sehen. Sie würden plötzlich sehen, dass die Welt sich nicht nur um sie dreht. Und sie würden sagen, ja, ist doch eigentlich schön in der Kollektivität, in der Solidarität, im Zusammenhalt. Zusammen sind wir stark, zusammen kommen wir weit. Aber wenn wir uns immer nur gegenseitig auf die Mütze hauen, Kriege führen, kriegstüchtig werden, uns gegenseitig niederringen wollen, dann schaffen wir gar nichts. Dann geht gar nichts. Das geht nicht. Und Leute, was kommt denn am Ende des Tages raus, nach 2 Wochen Camp? Wisst ihr was? Die Kandidaten gehen weg, die gehen nach Hause und bevor sie das machen, da ist Shake Hands angesagt. Die nehmen sich in Arm, schauen sich an, lächeln dabei und sagen, wow, geil, ich habe was gelernt fürs Leben. Ich habe was gelernt fürs Leben. Wir haben was gelernt fürs Leben. Und dann kommen sie an daheim und setzen ihre Friedenspläne um. So geht Leben. So geht Leben, Leute. Und nicht anders. Nochmal im Resümee. Was wir alle wollen, was die da auch wollen, diese Kriegstreiber, was die wollen, das ist Liebe. Das ist Frieden. Das ist, ja, das ist etwas, was man mit Worten so nicht erklären kann. Es ist aber tief in uns drin, ja. Geht mal raus in den Wald. Geht mal raus. Das ist meine Zeremonie. Ich mache das auf fast täglicher Basis. Geht mal raus in den Wald. Dort steht eine einsame Kiefer. Geht mal zu der Kiefer hin. Zieht eure Schuhe aus. Zieht eure Socken aus. Habt mal Kontakt mit euren Fußsohlen zu Mutter Erde. Und dann geht mal ein Stück näher ran an den Baum. Legt eure Hände auf die Rinde des uralten Baumes. Und dann schließt die Augen. Und dann fühlt euch rein. Fühlt euch rein. Katapultiert euch zurück in eine Zeit, die vorher war, die es vorher gab. Vor Urzeiten. Stellt euch vor, ihr seid Teil eines großen Ganzen. Ihr seid Teil dieser grandiosen Energie da draußen. Ihr seid Teil von diesem wahnsinnig schönen Universum, in dem Frieden herrscht. Ständiger, ewiger Frieden. Stellt euch vor, ihr seid dieser junge Baum. Stellt euch vor, was ihr mit euren Augen, mit euren Baumaugen gesehen habt, während ihr herangewachsen seid. Während all dieser 300, 400, 500 Jahre. Ja? Da wurdet ihr Zeuge oder war Zeuge gewesen von dummen Menschen, die dumme Kriege führen, überall auf der Welt. Aber ihr, du, dich hat das nicht berührt, dieses Kriegstamtam. Warum nicht? Weil ihr alle starke Wurzeln hattet. Weil ihr aufgewachsen seid in Liebe. Weil euch eure Eltern etwas mitgegeben haben auf euren Lebensweg, was stärker ist als dieses Kriegsdenken. Was stärker ist als Competition. Was stärker ist als Frust. Was viel stärker ist als Hass. Das ist das Zusammen, das gegenseitig helfen, das Unterstützen, das Liebe in sich tragen. Es ist auch ein Stück Zärtlichkeit. Das ist ein Stück Aufmerksamkeit. Das ist ein Stück Toleranz. Das ist der universelle Frieden. Und der universelle Frieden, der ist in jedem von uns drin. Viele spüren ihn und einige eben nicht. Und genau die, die ihn nicht spüren, die sind bei mir im Camp. À la Légion étrangère, à la Thomas Gast. Und wenn sie das Camp verlassen, ja, dann sind die geläutert. Dann gehen die heim, wie gesagt, nach Handshake.
auf Augenhöhe, in Liebe. Ja, und jetzt könnt ihr sagen, Thomas Gast, du hast einen Knall, du bist verrückt, du drehst wieder mal durch. Gerne, gerne. Heute ist Sonntag und ich lasse mir das nicht nehmen, das gesagt zu haben, was ich in mir drin fühle, was ich denke, wie ich denke, wie die Welt ticken müsste. Egal, wie sie alle heißen, da draußen, welche Namen sie haben, welche Ämter sie bekleiden. Diese Trumps, diese Bidens, diese Netanyahus, diese Scholz, diese Baerbock, Pistorius und Macrons. Sie sind im Ursprung nur von einer Sache imprägniert. Das ist die Liebe. Doch sie wissen es nicht mehr. Sie können sich daran nicht mehr erinnern. Sie lassen nicht zu, dass das, was ich Liebe nenne, was auch sie Liebe nennen, ihr kleines inneres Kind berührt oder verführt. Sie lassen das nicht zu. Mit aller Gewalt klammern sie sich fest an ihrer Kriegsrhetorik. Aber jetzt gehen wir mal zurück zum Anfang. Irgendwann liegen all diese Menschen auf dem Sterbebett. Und dann kommt die Frage, dann kommt eben diese Frage. Was hättest du denn anders gemacht in deinem Leben? Was hast du denn noch für einen Wunsch? Was kann ich denn noch für dich tun? Ja? Und dann kommt vielleicht, nein, ganz sicher diese Aussage, ja, ich hätte mehr in mich reinhören müssen. Ich hätte mehr darauf achten sollen, dass es vielleicht doch etwas gibt, was größer ist als ich, nämlich diese universelle Liebe, die uns alle irgendwie vereint. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht. Ich hätte weniger Krieg führen müssen und etwas mehr Frieden einkehren lassen. Ja, liebe Leute, dass dieser Clip heute euren Tag vielleicht nicht retten kann, dessen bin ich mir bewusst. Aber ich hatte vor, genau das zu sagen, was ich heute gesagt habe. Ja? Und ich bin jemand, der lässt sich nicht von seinem Vorhaben abbringen. Ich bin authentisch, ich denke, was ich sage und ich sage, was ich denke. Ich lasse mich nicht kaufen, niemand kann über mich verfügen, außer der liebe Gott und meine Frau. Und meine Frau ist ein gottähnliches Wesen. Und vielleicht noch meine Mama. Aber Mama gibt's nicht mehr. Doch. Doch. Mama gibt's noch. So, Leute, das war's mal für heute. Ich wünsche euch Gesundheit. Ich wünsche euch da draußen Schutz, Sicherheit und Frieden. Ich wünsche euch Gerechtigkeit. Ich wünsche euch allen Gerechtigkeit. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist, Krieg ist Scheiße. Tschüss, Servus und Bye-Bye. Und danke fürs Zuhören. Tschüss, Servus.